Hallo, Servus zusammen. Ich weiß, ich habe schon lange kein Video mehr gemacht. Das liegt aber nicht daran, dass ich das nicht wollen würde. Es ist bloß momentan so viel los bei mir privat, dass ich schwer dazukomme. Und jetzt hat sich so ergeben, ich war gerade am Produzieren über die neue Alufelge und Kompletträder, die ich mir bestellt habe für mein Fahrzeug, für mein Auto, für mein PKW. Und wie es der Zufall so will, ist jetzt gleich nochmal ein anderes Projekt zufällig entstanden. Und was es damit auf sich hat und warum jetzt auf einmal kleine Igel in dem Video rumlaufen werde, das seht ihr nach dem Intro. Bleibt dran, viel Spaß, bis dann. Ciao. So, also wie im Intro schon erwähnt, war ich gerade mittendrin im Aufnahmemacher und Planer des Projekts über meine neue Alu-Kompletträder für mein Auto. Und ja, jetzt, wir haben heute Donnerstag und am Wochenende, letztes Wochenende, am Samstag, eigentlich hat es Freitag schon angefangen, sind wir hier bei uns im Gatter, ja, so durch den Gatter marschiert und haben nicht schlecht gestaunt, als uns da so vielleicht so großes etwas über den Weg laufe ist, und bei genauem Betrachter hat sich das dann als kleiner junge Igel rausgestellt. Aus dem eine kleine Igel, weil das war dann so, jedes Mal, wenn wir in der Gatte gelaufen sind, ist irgendwo anders in der Ecke irgendwo einer rumgefahren. Erst haben wir uns nichts dabei gedacht, und dann haben wir mal angefangen zu recherchieren und haben auch dann sogar so weit gegangen, dass meine Igelhilfe kontaktiert habe, telefonisch. Und die haben uns dann mitgeteilt, ja, wenn so ein Igel bei Tageslicht, so ein kleiner, rauskommt, dann muss man unbedingt nach der Mutter suchen, weil es könnte sein, die ist überfahren oder lebt halt irgendwie nicht mehr oder hat den Zugang zu den Jungen nicht mehr definitiv. Und dann ist Hilfe angesagt. So, dann hat sich das letzte Woche so entwickelt und das hat so Dynamik bekommen, dass wir jetzt stolze Zieheltern von 5 kleinen Igelos sind. Und ich habe mir gedacht, wie nenne ich das? Ich muss ja bei YouTube irgendwie einen Titel dafür vergeben. Und ich darf euch vorstellen, das sind jetzt die Hugos Igelos. So, also nicht wundern. Diese 5 Kameraden wird ihr jetzt nachfolgend kennenlernen. Ich werde nicht alles kommentieren und ich werde auch versuchen, wir wiegen die jeden Abend, dass ich euch so ein bisschen den Fortschritt von den Hugos hier in Bild und Video vermitteln. Also ihr dürft gespannt sein. Ich kann es ja nicht garantieren, ob ich jeden Abend ein Video uploaden kann. Aber wenn nicht, werde ich die Videos dann machen und werde es dementsprechend kennzeichnen und dann entsprechend hochladen mit Tag 4, Tag 5, wie sich es auch immer dann ergibt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zugucken, wie Igel wachsen, was sie für Sauerei machen und vor allen Dingen, wie die neihauen können. Schade, dass man immer noch kein Geruchsfernsehen erfunden hat oder Geruchsvideo, weil das wäre echt ein Erlebnis. Dann würde ich euch jetzt den Tipp geben, euer Fenster zu öffnen. Also, habt viel Spaß und ich melde mich zwischendurch wahrscheinlich auch mal mit einem Kommentar. Also, macht's euch gemütlich, es geht los. Fresse. Ja, wie ihr hier also sehen könnt,
haben wir dann den zweiten Kamerad getroffen und dann war auch klar, dass wir handeln müssen und dass wir halt mal Katzenfutter mit dem Pürierstab klein machen und so ein bisschen Haferflocke dazu. Und dann haben wir einfach mal getestet, ob die Jungs Hunger haben. Und wie man sieht, haben sie das gehabt und es hat ihnen gut geschmeckt. Und so nahm die ganze Geschichte oder das Unheil seinen Lauf. Erstmal da entleere. So. Tägliches Wiege. Von der Igelix. Igeles. Alter. 140? 139, 138, 140. Das ist schon 116 gerade. 116 von 116. Nee, oder? Deswegen sind die ja so auf den Blick auch größer war von gestern und heute. Da war 144. Hat ja schon 130 schon gehabt. 14 Gramm zugenommen, Bursche. 100, was hast du gesagt? 144. So, und jetzt mal. Also jeder, der das Video sieht, kann ja sagen, schön, goldige Igel. Aber der kann froh sein, dass er den Geruch nicht mit übertragen kriegt. Ihr stinkt wie Schwein ein bisschen. Also normal ist das nicht. Nächster Kandidat. Na, 131. Der war hier schon bei 120. Das sind einmal in 12 Gramm. Boah, sie haben gesagt, ich soll fressen, das habe ich gemacht, ja. Ne? Sollst du nicht? Das ist ja der Neue. Das
Jetzt gibt es eine Spezialbehandlung, nachdem dass man mit Frontline. Was muss man jetzt da machen? Einfach nur das Fell bürsten. Ja, ich würde es halt ein bisschen nur. Aber ich weiß halt nicht. Fell ist ja gut gesagt. Aber hast du Gel genommen oder was? Das ist ja knochenhart. Und? Was ist das? In SWR 3 tun sie als morgens der Igelbürste. Dass ich einmal Igelbürste hätte angedenkt. Und das scheint ihnen zu gefallen. Ja, deinem. Meinem nicht. Ja, du kommst auch noch drauf. Da streckt man die Teile her, weil es haben will. Ey. So, jetzt habe ich eine ganze Bürstebehandlung gemacht. Ist jetzt gut oder was? Jetzt müssen wir erstmal die Schüssel tarieren. Jetzt haben wir da auf 0 gestellt. Jetzt nehmen wir mal den ersten Kamerad. Schüssel her. Setzen wir den Kamerad in die Schüssel. So. Und der wird jetzt da drauf gestellt auf die Waage. Und das ist, wer ist denn das? Das ist der Natura, der Schreck. Also, Schreck hat. Bleib mal ruhig, Schreck. Wie, das kann ich nicht sein. 133, der hat doch gestern 140 gehabt. 134, 135, 134, 136. Bleib mal ruhig, Kerl. Ja, ich denke mal, Sarah 134. So, jetzt kontrollieren wir mal. Ja, tariert ist noch. So, nächster Kamerad. Sunny. Das ist der Sunny. Warum auch immer. Oh, Sunny bringt stolze 155 Gramm auf die Waage. Waren gestern 144. Waren gestern 144? Dann hast du 11 Gramm zugenommen, Bursche. Maja, Ruhe. Wir sind am Igelwiege. Tu mal den bitte raus, wenn ich da die Hand. Ja, der macht einen propereren Eindruck wie gestern. So. Kontrollieren. Jawohl. So, der Greenie. Der hat nämlich hier eine grüne Nagellacksignatur. 117. Der hat abgenommen. Keller, du sollst keine Diät machen, du sollst zunehmen. Das ist kein Wunder, wenn man sie rumschnuffert und dann verbraucht man Kalorien, wenn man zu viel schnuffert. Ja, dann ist der jetzt mal markiert als Weight Watcher fürs Abnehmen. Genauso wie der. Ja, ich denke, Sarah erst mal, wenn er in einer Serie von ein paar Tagen abnimmt, dann müssen wir. Und wer ist denn das? Pinky. Das ist Pinky. Sieht man hier. Pinky. Pinky hat 138 Gramm. Hat er abgenommen. Ja, oder hat gestern was mit dem Wiegen nicht gestimmt? Wie gesagt, die haben ja überdurchschnittlich viel gekackt. Ja, deswegen müsste sie vielleicht nur ein bisschen mehr füttern. Ja, dann kriegen sie halt, heute Mittag war ja noch was drin. Ja. Dann sind sie gestopft. So, das sehen jetzt, das ist der vierte, dann kommt jetzt noch einer. Und nur mal, um zu sehen, gestern war das alles niegelnagelneu gemacht. Also wer sich überlegt, einen Igel als Haustier zu schaffen, das, den würde ich mir noch mal extrem überdenken. Das sind so Haustier. So. Und das ist das Sunny oder was? Nee, der ist doch orange. Orange, Sunny, ich hätte gesagt Orange, aber hat 135. Hat er abgenommen.
Ah, da müssen wir noch mal prüfen, wie das morgen aussieht. Weil das sollte eigentlich nicht sein. Abnehmen sollte die nicht. Wobei die fressen wie die Scheunendrescher. Und so sieht es aus und so hört sich das an, wenn die Kerle reinhauen. Da wird nicht an der Diller gesessen. Nee. Da kriegt man ja mehr und verdrängt mehr, wenn man sich komplett reinsetzt. Mal gucken, ob ich denn. Achtung, jetzt wird es mal mit dem Ton ein bisschen schlecht. Ich bitte das jetzt schon entschuldige. So, also es frisst der Greenie, der Pinky, Mr. Red isst nix. Red. Und das ist gelb oder was? Orange oder was? Und der, ah, das ist der Schreck. Schreck haut da ganz schön rein. Ess ruhig weiter, ich will bloß den Ton mitnehmen. So, und so sieht. Oh, da nochmal eine Zeitung drum gemacht. Ach, das war das, was er gemeint hat. Das ist nämlich ein Kartonzugschnitte. Alles mal mit Zeitung ausstaffiert. Dann kommt hier noch eine Wärmflasche mit einem Handtuch drum. Und wenn sie dann da drin sitzen, die Igelios, dann kommt schönes Amazon Prime-Päckle drüber als Gehäuse, als Haus. Ja. Und das nur mal, dass man sieht, wir gucken mal morgen, wie das sauber gemachte Nest dann nach so einem Taggebrauch aussieht. Ja, liebe Eagle-Fans, das war's jetzt mal soweit bis hierher, bis zum sechsten Tag. Ich werde, wie gesagt, weitere Folge und die Entwicklung filme und darüber dann auch ein Video logischerweise machen, das hier hochlade. Und das ist ja jetzt eine ganz super Gelegenheit für mich zu sagen, wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal und am besten aktiviert dann noch die Glocke. Dann wird er nämlich keine Folge verpassen. Und jetzt guck doch mal in die Gesichter. Das muss man doch weiter verfolgen, oder? Also ich würde mich freuen, wenn er wieder reinschaut und die Entwicklung der Hugos Igelios mitverfolgt. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao. Thank you for watching.